Mein Name ist Nikolaus Stingel. Ich bin freiberuflicher Übersetzer seit 1980 ungefähr. Ich habe das Buch von William Saroyan übersetzt. Wo ich herkomme, sind die Leute freundlich. Das ist eine Sammlung von Stories, kleine, sehr genau beobachtete, sehr witzige und auf zweiten Blick auch sehr doppelbödige Miniaturen aus den Vereinigten Staaten zur Zeit der Depression. William Saroyan ist ein Autor, der etwas in Vergessenheit geraten ist, zu Unrecht, wie ich finde. Der war zu seiner großen Zeit durchaus auf Augenhöhe, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, mit Autoren wie Hemingway beispielsweise, und hatte dann aber auch eine sehr schwierige Biografie, und vielleicht lag es auch daran, dass er etwas in Vergessenheit geraten ist, was sich hoffentlich ändert mit Erscheinen dieser Geschichten.